Leute. Da treffen zwei Aufsteiger heute aufeinander. Ja, aus der Vorsaison, beide in der letzten Saison noch beide in der zweiten Liga. Dieses Jahr geben wir Vollgas, wollen uns auf jeden Fall hier durchsetzen zu Hause gegen Hertha. Ja, ich habe gesagt, auch im Vorgespräch, ich würde ganz gerne einen Sieg sehen, beziehungsweise ein Sieg ist Pflicht, die Mannschaft muss gewinnen. Und Berlin ist ja richtig beschissen gestartet in die Liga. Wir gut. Wenn nicht sogar ansatzweise sensationell, möchte ich sagen. Lief ganz gut bis jetzt. Wir haben nur ein Spiel verloren auswärts gegen Hoffenheim. Wir haben gegen Schalke unentschieden gespielt, gegen Hamburg. Und sogar einen Sieg schon vorzuweisen. Daily 1-0. Alter Falter, jawohl. So sieht's aus. Sag erst nochmal die Wiederholung. Ich hab's kurz. Oh, jetzt hätte ich doch noch ein bisschen laufen lassen können. Vor lauter Aufregung. Alles klar, liebe Leute. Also, wollte ansetzen. Wie gesagt, einen sensationellen Saisonauftakt. Es liegt, man muss ein bisschen natürlich immer sowas dann versuchen auch zu begründen oder versuchen die Gründe zu finden, warum so läuft. Ich möchte sagen, in erster Linie natürlich, dass die Mannschaft in ihrer Summe eigentlich zusammengeblieben ist und wirklich punktuell verstärkt worden ist. Ah, gefährlich. Das heißt, wir haben wirklich dann auf die Positionen, wo wir uns das vorstellen können, nachvollziehbare Kräfte hinzugeholt. Neustädter hat sich wirklich super in die Mannschaft eingefügt. Ist jetzt nicht der Oberburner-Spieler, ne? Es sind keine extremen Stars dazugekommen. Ich glaube, das hilft auch für so ein Mannschaftsgefüge. Das lässt die anderen Spieler auch noch ihr Selbstvertrauen, ne? Stell mal vor, du bist in der spielenden Mannschaft, auf einmal wird ein Spieler gekauft, der das Dreifache verdient und das Dreifache wert ist. Und das ist nie gut für eine Mannschaft. Also muss sich entwickeln. Das finde ich viel, viel schöner und das hat sich bei uns bisher entwickelt. Aber gut, die Saison ist noch lang. Da kann man jetzt vielleicht für den Start so ein paar Gründe finden. Aber natürlich wird auch unsere Mannschaft qualitativ an irgendwelche Grenzen stoßen. Oh, Glück, Forsten, Ronny, Riesending, Ballas. Befreiungsschlag, auf Wirt, auf die linke Seite, heftig. Wie gesagt, qualitativ werden wir an unsere Grenzen stoßen. Da werden noch Mannschaften kommen, denen wir nicht so einfach was entgegenzusetzen haben. Bangura, das sollte klappen. Gegen Berlin jedoch sieht das ganz gut aus. Sieht man eigentlich Kräne, wenn wir umbauen? Ne, da sieht man, guck mal, unser Stadion ist weg da hinten. Es wird langsam aufgebaut. Der Zaun steht schon mal. Das ist schon mal geil. Den Zaun haben sie schon mal aufgestellt. Wäre geil, wenn da noch so Kräne drin wären und so, ne? Die dann das gerade hochziehen. Gut. Unser Geld, was wir eingenommen haben, geht. Rote Karte für Ronny. Und wieder fliegt einer vom Platz. Ah, das hatten wir schon zuletzt. Hatten wir das schon gegen Leverkusen, waren wir in Überzahl. Was nicht unbedingt ein Vorteil ist im FM, aber das ist auffällig. Krass, wie sie gegen uns haben, sie können sie nicht leiden, oder was? Oh, Daly! Was treibt der? Was für ein Dribbling! Und da unten ist Wirth! Oh, der kriegt den Ball geklaut! Der kriegt den Ball vom Fuß geklaut! Oh, Wirth! Nochmal langer Ball, da unten ist Heinze! Oh, scheiße, hoch 10, meine Fresse! Sprint holt sich da die Pille! Mann, aber fast das 2-0 gefallen! Krasse Aktion von Daly auf der rechten Seite! Der fühlt sich richtig wohl da auf rechts in der Bundesliga. Das geht ihm viel besser ab als noch im offensiven Mittelfeld im letzten Jahr. Oh, schön. Schön. Riesenmöglichkeiten. Schade, dass es nicht gereicht hat eben. 2-0 wäre natürlich ganz entspannt, ne? Wie gesagt, unser ganzes Geld geht in die Infrastruktur, was wir einnehmen über Transfers, ne? Klar, das ist, ist ja auch nachvollziehbar, dass man so einen Club, wir sind ja auch nicht blauäugig. Wir sind ja auch nicht, ich erinnere mich da ganz gerne immer so ein bisschen an das Laudern der 90er. Ein Teil von euch weiß ja, dass ich schon ein bisschen älter bin und da erinnert man sich ja ganz gerne an solche Situationen, die dann doch ein bisschen länger zurückliegen. Aber da war es sehr auffällig damals mit dem Meistertitel nach dem Aufstieg und Laudern hatte ja schon alles eigentlich. Also sie waren ja finanziell sehr gut, war einer der reichsten Clubs noch Ende der 80er, weil ihnen das Stadion komplett allein gehörte. Und dann holten sie sich damals einen absoluten Megastar, der Djugi Djorkaeff von der Franzose. Ich weiß nicht, woher er kam, aber ich glaube aus einem französischen, keine Ahnung, Lyon oder so. Weiß jetzt nicht genau woher, aber auf jeden Fall Djorkaeff zu seiner Zeit ein absoluter Megastar und den holten sie sich dann
in die Bundesliga. Das war vergleichsweise ein Transfer, wie man heute sagen würde. Ich würde nicht sagen, Ronaldo hat nochmal ein bisschen mehr Gewichtung, aber versuchen wir es ein bisschen zu umschreiben, vielleicht so von der Qualität her. Ein Rooney geht so. Ein Rooney in seiner aktuellen Form geht zum. Riesenmöglichkeit. Muss ich mir überlegen, dass ich einen Club finde, der so vergleichbar ist. Paderborn wäre jetzt ein bisschen zu nieder angesiedelt. Ein Traditionsverein, vielleicht zu Gladbach. Rooney geht zu Gladbach. So könnte man es ungefähr vergleichen. Und das war einfach, das wird jedem sofort auffallen. Das ist unmöglich. Das ist ein Unding. Und das hat ihn, glaube ich, auch dann das Genick gebrochen. Solche Geschichten, die da vom Management getätigt worden sind. Schön zu sehen war es für die Bundesliga, dass so ein Spieler kommt. Und das wollte ich halt einfach nicht. Und das will ich halt einfach nicht. Da hat man halt eigentlich aus der Realität gelernt, dass wenn man ein bisschen Geld in den Verein fließt, sollte man es lieber in die Substanz investieren als in den kurzfristigen sportlichen Erfolg. Es gibt die nächste gelbe, vielleicht sogar rote Karte hier. Gelb für die Berliner. Und kein Wunder, dass sie aber da unten stehen. Das ist kein Wunder, so wie sie hier zu Rande gehen. Aktogan wäre durch gewesen. Wird dann zu Fall gebracht, kurz vor dem 16er. Tolle Möglichkeit für Heinze. Aber drüber. Er probiert's. Da müssen wir noch mal ansetzen. Vielleicht kriegen wir ihn da noch mal ein bisschen trainiert. Oh, Aktogan. Ah, reicht nicht. Schade. Niemeyer. Und da haben wir einen Neustädter. Sehr gut. Bangura. Rüber zu Wirth. Und Bangura. Schön gemacht. Ball behauptet. Befreiungsschlag. Landet direkt wieder bei Deli. Deli geht ins Dribbling gegen Plattenhardt. Kann sich nicht durchsetzen. Schade. Neustädter. Will das stören, jetzt geht es über die linke Seite, aus Berliner Sicht, Knoll, Ramos, Adrian Ramos immer noch bei Berlin unterwegs, aber gibt mir das da. 1-0 zur Halbzeit, ist ein super Ergebnis, frühe Führung für uns, vielleicht können wir da nochmal ansetzen, in der zweiten Halbzeit nochmal auftrumpfen, nochmal eins draufsetzen, Ballas, Ballverlust, eigentlich unnötig da den Ball zu verlieren, wird gefährlich, nämlich Konter jetzt für Berlin, Knoll, Neustädter, irgendeiner muss ran, sehr schön, fair gelöst von Neustädter. Gut gemacht, Möller-Deli, Mats Möller-Deli, gut gepasst auf Heinze, ab nach vorne, nein, Abpfiff, Schiri sagt, das war's, wir sind natürlich drückend überlegen, das sehen wir natürlich auch noch mit der roten Karte da in der 21. Minute für Ronny, sollte nichts anbrennen, Pauli führt 3-0 gegen den FC Bayern München, einfach ein Unding, was da los ist wieder in der Liga, Spielergespräche, Ziereis, wir motivieren auch hier und ja, ein bisschen frische. Ich würde ganz gerne die Jungs nochmal zusammenlassen, so wie sie sind. Ich guck mal kurz, 93 dürfte so das Schwächste sein. Wahl, der muss ja durchlaufen. Den können wir fast immer massieren die Saison über. Sehr gut, weiter so sage ich erstmal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was wir noch reinbringen können. Ein bisschen mehr über links hätte ich ganz gerne, da würde ich mal kurz in die Taktik reinluschern, wenn ihr nichts dagegen habt. Wir gehen mal ein bisschen links und Mitte, obwohl Deli gut war, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, wenn er sich so ein bisschen wegstehlen kann, der Deli. Versuchen wir mal ein bisschen über links aufzuziehen, über den starken, sehr, sehr starken Wirth. Und da haben wir Heinze. Aktogan. Da kommt Bangura. Rüber auf Wirth. Wirth kann sich nicht durchsetzen, schade. Heinze. Rüdiger, Vorsicht, gefährlich jetzt. Berlin in Vorwärtsbewegung, das ist Neustädter. Steht gut vor Ramos. Macht den Raum eng, macht den Passweg zu. Und da gibt es die Möglichkeit. Wirth, toll gepasst auf Bangura. Reicht nicht, keiner will. Fehlt so, ich sag mal, ein halber Meter. Ne? Ein bisschen präziser noch, dann wäre das richtig, richtig steil gewesen. Denn Bangura war schon wieder auf und davon. Verteidiger war nicht in Sicht. Ramos, Adrian Ramos, Mancini. Aber da sollten wir doch eigentlich jetzt gar keine Probleme mehr bekommen. Mit unserer starken Defensive, die sich auch gegen Schalke schon bewiesen hat, aber auch insbesondere gegen Hamburg. Das sah gut aus. Langer, weiter Ball. Bangura! Weggefaustet. Gute Möglichkeit. Die muss er doch auch immer mal nutzen. Leider immer noch ohne Tor. Bangura, glaube ich, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, hat er noch keinen Treffer zu verzeichnen. Wirth. Wieder langer Ball. Kommt Bangura. Bangura! Meine Fresse, hat der Chancen. Ich werd nicht mehr. Ecke, geschossen von Wahl. Na, Vorsicht, der Ball kommt lang, weit unten ist kein Abnehmer.
wird sofort ein Konter draus. Mancini, toll gelöst. Ballas ist durch. Auf wen spielt er? Da, irgendein Bangura. Und wieder nicht. Also jetzt wird's deutlich. Keule, den musst du längst machen. Den hättest du längst machen müssen. Das ist ein bisschen zu kläglich. Schade. Ansonsten wird, wir haben die 59. Schade, er kommt nicht rein, oder? Kolb vor der Ecke. Nee, die Ecke kommt aber. Heinze! Abseits! Ah, gut gelöst. Nochmal schön in die Mitte gespielt von Heinze. Nicht direkt draufgezogen, sondern nochmal versucht abzulegen, aber leider dann abseits, ne? Kolb für Bangura. Wie gesagt, also Bangura, bisschen Chancentod, dann darf man jetzt auch nicht herauszögern, die Geschichte. Versuchen wir es mit Kolb und Aktogan zusammen. Rüdiger. Aufgepasst. Ballas. Ramos ist durch. Ramos. Brandgefährlich. Der Kerl. Ein Stürmer gegen eine gesamte Viererkette im Grunde. Aber trotzdem strahlt er immer noch Gefahr aus. Kein Wunder, dass der mittlerweile bei Dortmund unter Vertrag steht. Da müssen wir aufpassen. Den müssen wir versuchen, noch ein wenig mehr unter Kontrolle zu kriegen. Ramos wieder. Ramos, Adrian Ramos. Das ist Kolb. Erstmalig jetzt im Ballbesitz oder Ballkontakt. Es gibt Abseits. Wenn Aktogan rankommt, oder? Nein, doch. Dann lass ihn doch nicht zu Ende laufen. Ich hasse das. Heb die Fahne gleich. Plattenhardt. Das ist Sven Quer. Ball kommt hoch. Gut gemacht von Mancini. Rüdiger. Gut, Ballas. Komm weg damit. Sie drücken jetzt. Die Berliner drücken und wollen noch den Anschlusstreffer erreichen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, läuft das sogar noch in Richtung, wie sagt man so schön, in Richtung Berlin hier. Deswegen setzen wir nochmal an und versuchen, die Taktik zu öffnen. Spielmacher ist jetzt Cacedes, der kriegt noch ein Spielerbild, keine Sorge. Habe ich vorbereitet, bloß wollte jetzt nicht die Sitzung abbrechen. Neustädter, pack dir den mal und du packst dir den Rüdiger mal. Es ist echt ein bisschen krass, wie die drauf sind. Aber zwei zentrale Mittelfeldspieler, da sollten wir doch eigentlich gegen ankommen. Ne? Auch nicht wirklich hohe Qualität, ne? Die haben ihr System sogar umgestellt. Über Wirth muss mehr laufen. Mehr über Wirth, bitte. Wir machen jetzt alles über Wirth. Anweisungen. Vorstöße, steil gehen. Dribbling und Ball halten. Probieren wir das mal noch ein bisschen mit reinzunehmen. Ob er das noch umsetzen kann in den letzten Minuten. Ansonsten wechseln wir nochmal aus, wenn es geht. Cacidis ist drin. Ansonsten Mancini wirkt ein bisschen verloren. Montero hat eine Form von 13. Ist besser. Ja, und fit ist er auch noch im Laufen. Unsere beiden Außenverteidiger haben eine gelbe Karte. Das ist natürlich hart. So, Wirth. Sehr gut. Und los geht's, Jungs. Kolb nochmal rüber zu Wirth. Sehr schön. Auf ins Dribbling hier gegen den Klappstuhl. Los, auf geht's. Jawohl, durch ist er. Kriegt den Ball geklaut, schade. Dann war schon fast durch. Schönes Dribbling angesetzt. Heinze. Neustädter. Wirth, nochmal Dribbling. Jawohl, komm schon. Jawohl, Junge, jawohl. Wirth auf der linken Seite, schön abgepasst. Jetzt auf Kolb. Oh, dem hätte ich das gegönnt. Dem hätte ich das gegönnt. Oh, ist der denn, was hat denn der geschossen? Mit links hat der eben geschossen. Wir gehen nochmal rein und wechseln die beiden mal. Bis wir wissen, wie es klappt. Alles klar. Stellungswechsel. Hat mit links abgezogen, ne? Wollten ins lange Eck reinzwirbeln, das Teil. So, fette Auswechslungen am laufenden Band. Montero kommt rein. Cacedes kommt rein. Auf den bin ich mal gespannt jetzt. Der hat ja gerade mit der Nationalmannschaft gespielt. Sehr erfolgreich. 4:0 gewonnen. Cacedes mit Griechenland gegen Kroatien. Also überraschend. So offensiv stark kennt man eigentlich die Griechen gar nicht. Aber das passt. Aktogan. Oh, sehr schön. Fast wäre er durch gewesen. Lustenberger. Der ist gerade reingekommen, irgendwas, ne? Vorsicht, Rüdiger wieder. Rüdiger. Montero ist geschlagen. Montero ist geschlagen. Ballas ist geschlagen. Keiner ist da, um zu stören. Mann, ist das gefährlich, wenn die auf die Viererkette zulaufen. Aktogan. Aktogan, bring den Ball rüber. Wo es wird? Wo ist Kolb? Aktogan. Immer noch Aktogan. Immer noch Aktogan. Fast ein Solo. Aktogan. Aktogan, Leute, Aktogan, 77. Minute, herrlich, herrlich.
wieder Störche, liebe Leute. Ach, herrlich. Vandenberg kommt. Naja, herrlich. Wunderbar. Also, richtig geil, richtig geil. So muss das laufen. Da war es ein riesen Sololauf von Akdogan. Natürlich letztendlich ein bisschen kurios, wie das 2-0 gefallen ist. Aber alles drin. Möller-Deli gegen Vandenberg. Okay, da findet er jetzt einen Gegner, der auf jeden Fall ja Liga-Erfahrung hat. Zumindest schon länger die Position des Linksverteidigers spielt. Da wird schwierig vorbeizukommen. Aber halb so wild. Wir können ein bisschen über Wirt nochmal probieren, ob wir da nochmal rankommen. Neustädter. Neustädter. Kommt nicht durch. Schade. Toll. Für mich ist es halt wichtig, dass wir auch wirklich dann, wenn wir dann schon einmal mehr sind, ne, das Ding auch mal nach Hause schaukeln. Da hatten wir auch schon unsere liebe Not. Wie gesagt, da ist der FM ja nicht ganz so rechnerisch stark. Schade wird. Ah. Müsste normalerweise im Schlaf vorbeigehen. Neustädter, komische Ballabwehr. Aber gut, von Katsidis. Tolle Aktion von dem zentralen Mittelfeldspieler hier. Dem griechischen National-Nachwuchsspieler. Akdogan ist schon wieder durch. Und was für ein Schuss. Oh, den konnte er gar nicht festhalten. Was er da, was zimmert der da ein Teil da auf die Kiste. Ist unglaublich, der Kerl. Akdogan. Wie gesagt, er schießt ein Bundesliga-Tor. Das heißt wieder, es gibt eine Woche Döner frei Haus auf der Nordstraße. Das wisst ihr ja. Das passt super bei Akdogans. Beim Uno sein Papa. Vorbeigucken. Neustädter! 3-0! Schönes Tor! Jetzt ist deutlich. Ich sag ja, legt euch nicht mit Kiel an. Ich sag es ja, herrlich. Das war wichtig, ganz, ganz wichtig hier, dass wir diesen Sieg erringen. Denn wir sind der Bessere, der Aufsteiger, der Vorhandenen. Wir sind besser in die Saison gekommen. Und das konnten wir heute nochmal so richtig schön unter Beweis stellen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft passt. Auch die vielen jungen, neuen Spieler, die wir reinkriegen. Kolb kriegen wir rein. Katsidis kriegen wir toll rein in die Mannschaft. Passt alles. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Freue mich drüber. Und wir sehen uns im Nachbericht, Leute. Im Nachbericht des 5. Spieltags. Wenn alles klappt, heute Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.